Ich möchte euch heute die AEG Dunstabzugshaube in Edelstahl vorführen. Das ist das Modell 4361, Farbe Edelstahl. Alternativ gibt es das noch in Weiß. Diese Abzugshaube ist die zweitbeste von AEG. Und die bessere hat im Prinzip noch zwei Funktionen mehr. Ich glaube, die hat einen Anzeiger, ob der Kohlefilter, der innen drin ist, abgenutzt ist und ob der Fettfilter noch funktioniert. Das ist der Zusatz. Weiterhin sind hier statt Druckknöpfe solche, ja, digitaleren Knöpfe, nenne ich es mal, also die man nur ganz wenig reintippt, ähnlich wie beim Handy zum Beispiel so. Man hat hier erstmal Licht, 240 Volt Lampen oder Glühkörper. Es ist kein Halogenlicht, ganz normale, ja, mit Glühfäden sozusagen. Danach habe ich hier drei Stufen. Die erste Stufe ist relativ leise. Zweite Stufe. Und die dritte Stufe. Ich benutze diese Abzugshaube in der Umluftversion. Das heißt, hier oben sieht man ja im Prinzip, wo diese Luft wieder rausgepustet wird. Die Luft wird angezogen. Einmal hier durch diesen Fettfilter. Der Fettfilter, den kann man in die Spülmaschine stecken. Das ist sozusagen, ja, ich denke, ein Aluminiumfilter, wo drinnen so ein feines Band ist, wo Fetttröpfchen sich festsetzen. Danach schauen wir mal hier rein. Und hier drinnen sehen wir einmal den Zugang zu den Glühlampen. Das ist jetzt ein bisschen hell, da machen wir mal aus. Ich mache mal mein Kameralicht an. Einmal sehen wir hier hinten die Glühkörper. Danach sehen wir das ganze Modell mit dem Ventilator. Und ich habe das auch im Umluftbetrieb. Das heißt, ich habe keine Abluft in der Küche. Und deswegen ist hier darunter an dieser Seite ein Kohlefilter. Dieser Kohlefilter, sagt der Hersteller, muss man alle 4 Monate wechseln. Aber ehrlich gesagt, ich kenne niemanden, der das so oft macht. Mein letzter war 2-3 Jahre drin. Der Hersteller warnt eben, dass es dann eben mehr riecht und dass eventuell es zum Brand kommen kann, was weiß ich. Ich weiß es nicht letztendlich. Es ist ja so, dass da der Kohlefilter wirklich nur die Gerüche rausfiltert aus der Luft und die bleiben eben dort drin hängen. Da muss man eben selber ja entscheiden, wie genau man mit seiner Nase ist und ob man das austauschen möchte öfters. Original kostet wohl so ein Filter 60 Euro, aber es gibt ja auch günstige Alternativen für 15 Euro. Beziehungsweise ich habe auch gesehen, dass man die sich teilweise selber befüllen kann. Das Edelstahlgitter kann man recht schnell austauschen und schon sieht das alles wieder hier ja sehr gut aus und hat ein schönes Finish, nenne ich es mal. Das Edelstahl ist so ein bisschen touchintensiv oder touchempfindlich, nenne ich es mal. Aber ansonsten, wenn man das hier reinigt, dann blitzt das echt schön, macht echt was her und ist echt eine Kaufempfehlung. Diese Haube kostet wohl im Internet zwischen 180 und 250 Euro, ist ein fairer Preis. Bei Miele würde eine Haube mit gleicher Funktion um die 300 bis 350 Euro kosten. Da habe ich mal geschaut. Echt ein schönes Gerät, kann man empfehlen. Und ich würde euch jetzt nochmal den Kohlefilter zeigen, weil da habe ich mich gerade noch einen Ersatz hier liegen. Wie das aussieht, das ganze Teil. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, der Kohlefilter ist nur dafür da, dass im Prinzip die Gerüche rausgehen. Das ist so ein Teil. Hier sieht man, oder hier hört man, dass das hier kleine Kohlestücke drin sind. Hier unten ist ein Gitter und das spannt man dann sozusagen so hier ein. Und durch das Umlegen eines Hebels hier im Inneren ist es so, dass man immer zwischen Umluft- und Abluftbetrieb wechseln kann. Und somit ist diese Haube universell einsetzbar. Bei manchen Miele, bei manchen AEG-Hauben ist es so, dass wohl so ein Kohlefilter gleich mit standardmäßig im Lieferumfang ist. Bei dieser Haube ist das noch nicht der Fall. Also hier müsste man das sich einzeln nachkaufen, sollte man also beachten. Wie gesagt, ich würde den nicht unbedingt original kaufen, weil der ist echt teuer. Ich würde einfach mir einen auf Vorrat halten, dann passt das. Das wäre es schon von diesem kurzen Review. Ich bin sehr zufrieden mit der Haube. Und was vielleicht noch interessant ist am Ende, sorry, wenn ich jetzt nochmal einen Bogen mache, ist, wie man die festigt. Also man kann sie entweder direkt reinschrauben in den Schrank oder man bekommt das beim Einbau eine Schablone mit und muss dann sozusagen, wie man das hier sieht, 4 Löcher machen und dann sind die Torx-Schrauben mit dabei und da kann man direkt das festmachen. Und das sieht dann gut aus. Okay, das wäre es jetzt schon. Macht's mal gut. Ich verlinke euch mal diese ganze Dunstabzugshaube, damit ihr ein Bild davon habt dann.